Moin Leute, ein herzliches Willkommen hier zurück zum Let's Play SnowRunner. So, Motor starten, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal ganz kurz, was war unser Ziel? Unser Ziel war, waren das die Reparaturen am Flussufer? Nein, das war die Holzbrücke, genau. Ah, ist noch markiert. Wunderbar. Ich sehe es nämlich gerade. So, dann gucken wir mal, wo sind wir? Wo müssen wir hin? Da hinten müssen wir lang. Oh, geht das überhaupt? Eieiei. Das haben wir noch nie probiert, Leute. Das könnte lustig werden. Aber das kriegen wir hin. Ich bin da guter Dinge. Allrad an. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir da hinten ankommen, oder? Es wird auf jeden Fall eine lustige Tour werden. Mit viel, viel Dreck. So wie es sich gehört. Übrigens, vielen lieben Dank an die Zuschauer des letzten richtig geilen Livestreams, Leute. Es hat so viel Bock gemacht, das glaubt ihr gar nicht. Dass so viele Leute da waren, es war mega cool. Vielen lieben Dank an jedes einzelne Mitglied, was da neu gekommen ist. Danke, danke, danke. Und ich freue mich natürlich auf Dienstag. Machen wir dann den nächsten Livestream. So, wir gucken mal, ob wir hier... Huch, hallo Kamera, danke. Ob wir hier lang kommen? Sicher bin ich mir nicht. Sieht nämlich sehr matschig aus. Okay, Moment. Nein. Aber das wäre der einfachste Weg. Ich fahre doch jetzt nicht 50 Kilometer einen Umweg. Dann wird der Rest der Strecke genauso kacke sein. Na komm. Wir wären nicht Herbert, wenn wir das nicht geregelt bekommen. Die Rettung ist schon unterwegs. Ich liebe dieses Auto einfach. Also diesem Truck macht wirklich niemand was vor. Er ist zwar ein bisschen beschädigt an der Seite. Der Motor hat auch was abbekommen, aber es gibt Dinge, die sind gar nicht so tragisch, wie sie sich im ersten Moment anhören. Wow. Bei Höchstgeschwindigkeit aufpassen, Leute. Das Ding rutscht euch weg. Ja, goodbye. Wir sind schon unterwegs. Oh, weia. Ja, scheiße. Ah. Ah, das ist gut. Oder auch nicht. Jetzt haben wir keinen verfügbaren Windpunkt mehr. Ja gut, dann lassen wir uns halt abschleppen. Also, kommen zur Werkstatt. Dann gucken wir nochmal ganz kurz, ob wir mittlerweile irgendwas freigeschaltet haben. Aber ich glaube nicht wirklich. Die Reifen sind top. Also das ist ein Traum. Ich guck gerade mal. Gut. Sind wir eigentlich in Michigan, USA aktuell? Ja, gut. Das heißt, hier müssen wir eigentlich ein bisschen erkunden, um besser vorwärts zu kommen. So, was machen wir? Wie kommen wir da hin? Wir könnten sagen, dass wir... Wo haben wir denn hier noch? Moment, wir fahren... Ja, geht ja nicht. Ich wollte jetzt einfach andersrum fahren, aber vielleicht kann man da durchfahren. Es fehlt zwar eine Holzbrücke, aber die Frage ist, wie tief ist das? Das heißt, wir gehen da jetzt erstmal gucken. Wo sind wir? Wir sind hier an der Werkstatt. Naja, schön ist es nicht, hier zu sein, aber da kommen wir schon irgendwie durch. Und dann gucken wir uns das Geschehen mal von der anderen Seite an. Weil ich bin mir nicht sicher, ob wir da durchkommen oder gegebenenfalls auch, ja, wie gesagt, überhaupt nicht durchkommen, ne? Gut, da gibt es keine Anhängermöglichkeiten für dieses Fahrzeug. Ja, und wie ich gerade eben bei den Reifen gesehen habe, die Funktion auf der Straße ist kacke für dieses Fahrzeug. Also das Fahrzeug ist wirklich Offroad und alles andere. Er ist jetzt nicht dafür ausgelegt, einen Familienausflug über den Asphalt zu machen, Leute.
So, hier sind wir letztens mit Anhänger komplett rübergekommen. Nur noch mal so ins Gedächtnis zu rufen. Dieses Fahrzeug ist genial. Kommen wir hier rüber? Ja, das sieht gut aus. Herrlich. Ja, dann war hier das ganz große Matschgebiet. Eieieiei. Contenance, Herbert. Konzentration, sonst liegen wir im Dreck. Wo lang? Da hinten. Müssen wir tanken? Nein. Ach so, der Motor ist auch... Ach, wenn man sein Fahrzeug bergt, ist sein Fahrzeug auch wieder ganz. Oh, das ist schön zu wissen. Das ist gut. Das sollte man sich merken. Weil das wusste ich tatsächlich... Nö, wusste ich nicht. Was ist euer Lieblingsfahrzeug in SnowRunner? Ich habe schon gesehen, in Alaska gibt es einige Passagen, die ordentlich schwer sind. Darauf freue ich mich auch, weil Michigan USA machen wir jetzt komplett in diesem Let's Play erstmal fertig. Und dann gehen wir rüber nach Alaska, wo dann der Schnee auf uns wartet. Wir waren ja anfangsmäßig in Michigan schon mal, in Alaska unterwegs. Und es ist krass. Das haben wir schon von Anfang an gemerkt. Ja, das bisschen Schlamm, das hält uns nicht auf. Und jetzt sehe ich da hinten schon die Passage, wo die Brücke hin soll. Und es sieht sehr tief aus. Ich würde ja am liebsten einfach hier durchfahren. Haben wir auch noch nie probiert. Können wir auch gerne probieren, falls meine Brückenidee schlecht sein sollte. Können wir das ja gerne mal probieren da vorne. Na, komm schon. Herrlich. Ah, da kommen wir aber so durch. Alles gut. Also wir werden jetzt beobachten, ob wir da durchkommen oder nicht. Aber ich denke, das dürfte funktionieren. So, die Aufgabe nehmen wir schon mal an. Das ist die Aufgabe der Holzbrücke. Und dann gucken wir mal, ob wir hier vorbeikommen. Sicher bin ich nicht. Eine Wasserpegelwarnung bekommen wir nicht, weil unser Fahrzeug einen Schnorchel hat. Unfassbar. Das gibt's doch gar nicht. Ohne Probleme, Leute. So. Dann fahren wir hier wieder hoch. Das gibt's gar nicht. Wir kommen da aus dem Wasser raus, als ob es nichts wäre. Sehr gut. Das heißt, wir können jetzt von hier aus kurz hier runterfahren, hier rüber und zu unserem Fahrzeug düsen, was ja bekanntlich da unten irgendwo festsitzt. Ach, was haben wir denn hier? Cool. Erhöht steht zum Kauf zur Verfügung. Ja gut, hier wären wir locker mit dem Truck durchgekommen. Das ist ja ein Kinderspiel, aber die Anhöhung da vorne ist, glaube ich, zu krass, dass wir sie schaffen würden. Wo ist er? Da haben wir ihn doch. Wir haben ihn gefunden. So. Einmal den Gang wechseln, einmal die Differentialsperre rein. Dann setzen wir einen vernünftigen Wendepunkt. Dann versuchen wir ihn hier hochzuziehen. Aber gemeinsam dürfte es kein Problem sein, weil das Fahrzeug da hinten mit Gas gibt. So, ich ziehe ihn da noch hoch. Und gleich haben wir ihn. Alles gut.
Herrlich, guckt euch das an. Also, ich bin ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Wir gucken jetzt mal, ob er hier noch absackt oder nicht. Aber ich denke mal, hier ist das Gröbste überwunden. Na, hier wird es wieder matschig, sehe ich gerade. Komm, wir ziehen ihn einfach darüber und alles ist gut. Wir werden den Truck hinter uns auf jeden Fall noch aufrüsten, dass er deutlich besser durch Matsch und Dreck kommt. So, aber hier ist okay. Das dürfte in Ordnung sein. Kurz zurücksetzen. So hält es. Wunderbar. Dann wechseln wir einmal den Truck. Und fahren gemütlich zum Ziel. Dankeschön, lieber Kollege, fürs Abholen. Also so gesehen fürs Abholen. Ja, wie gesagt, das hier ist wirklich Kinderspiel. Aber den Berg da hoch, das war schon krass. Dann fehlt uns ein bisschen Leistung. Und der Spritverbrauch ist natürlich deutlich zu hoch, dadurch, dass der Motor beschädigt ist. Man sieht es auch an der Front, ordentlich kaputt. Eins muss man dem Game ja lassen, es sieht ja fantastisch aus, oder? Mega gut. Ich merke gerade, hier ist wieder so ein bisschen Absacklaune. Was aber noch geht. Es ist noch kein tiefer Matsch, dann geht's. Tiefer Matsch wäre jetzt tödlich, aber das funktioniert sehr gut. Das Bäumchen hier fahren wir platt. Weg damit. Ist aber noch ganz, sehe ich gerade. Es dürfte jetzt hier wieder aufplöppen. Wenn wir gleich vorbei sind. Und Bäumchen wieder da. Nein, es liegt. Baum ist und bleibt müde. So. Ich glaube, da müssen wir hin. Und zack, 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 zack. Steht die Brücke. Herrlich. Cool. Nächster Punkt der Karte, so gesehen, aufgeschlossen, dank unserer wunderschönen Brücke. Hier gibt es leider keine Brücke. Warum auch immer, das weiß ich noch nicht. Aber das haben wir geschafft und vielleicht kümmern wir uns jetzt um die Straßensperre als nächstes. Das wären Ersatzteile. Ersatzteile bekommen wir im Lager. Dann wäre es ja eigentlich schon, ja, logisch, würde ich sagen, dass wir uns bergen lassen. Dann sind wir nämlich hier im Lager, beziehungsweise in der Werkstatt. Von der Werkstatt aus zum Lager ist natürlich deutlich schneller. Dann machen wir das. Dann fahren wir einmal zur Straßensperre. Also fahren zum Lager, oder? Ja, um die Straßensperre zu beheben, müssten wir eigentlich erstmal die Gebirgsbrücke erledigen. Und zwar brauchen die Metallplanken und Betonblöcke. Aber dann kommen wir zumindest hier vorne besser rüber. Und dann haben wir schon ein gutes Stück betoniert, um deutlich besser vorwärts zu kommen. Okay, dann fahren wir zurück zur Stadt. Das heißt, wir müssten theoretischerweise den Weg wieder zurückfahren, was wir aber nicht schaffen. Gut, dann fahren wir ganz woanders hin. Wir fahren hier hinten zum Wachturm. Und zwar mit dem Kollegen. Moment, machen wir uns noch die Uhrzeit passend, damit es nicht so dunkel ist, auch nicht für euch.
Und dann fahren wir jetzt kurz da hinten noch hin in dieser Folge. Und dann haben wir die Karte komplett erkundet. Und uns fehlt dann zumindest nichts mehr, was wir wachturmmäßig zumindest nicht entdeckt haben. Wir müssen aber natürlich ein bisschen die Route ändern, weil einfach querfeldein wird nichts. Das heißt, wir fahren hier lang. Oh, je, je, je. Das wird ja lustig werden, Leute. Moment, dann machen wir hier noch einen. Ja, und den Rest, den sehen wir ja noch nicht. Auf geht's. Schön, dass die Brücke steht. Mein Gott, dieser ganze Matsch überall, ne? Das ist... Huch. Ja, okay, was soll man mit zwei Holzteilen machen, ne? Das ist eine einfache Holzbrücke, die funktionell ist. Wir kriegen es bezahlt, dass wir es machen, und alles andere ist erstmal Blödsinn. Ui. Sehr gut. Na, komm schon. Was ein Kackgelände das hier ist, Leute, echt. Ah ja, stimmt. Wir müssen jetzt hier dem Weg folgen. Das hätten wir im Leben nicht mit unserem Truck gemacht. Wären wir nicht gut durchgekommen. Hätten wir uns wahrscheinlich selbst verwundet. Und der Truck wäre im Arsch. Weil allein hier durch wäre der Truck schon Geschichte. Aber er hier schafft das. Stopp, 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 mein Freund. Manchmal will das Getriebe nicht so, wie ich will. So, lieber in den engen Passagen mit Differentialsperre und langsamem Getriebe durchfahren, als zu riskieren, dass wir wieder umkippen, Schaden bekommen und sowas. Es gibt Dinge, die nicht sein müssen. Ich frage mich gerade, ob wir hier hochkommen würden. Ich denke mal nicht. Aber Props an dieses Fahrzeug. Also im Leben wären wir mit keinem anderen Fahrzeug hier so gut durchgekommen. Hätte ich nicht gesehen, dass er für uns verfügbar ist. Ich wollte ihn eigentlich kaufen, aber er gehörte uns schon. Ah, das ist hier der Gebirgsdingens, die Mission. Schöner Drift. Man muss sich ja auch selber mal loben. Und wenn ein Drift gut war, kann man das ruhig mal sagen, ne? Eieieiei, alles gut, alles gut. Easy. Als ob wir noch nie was anders gemacht haben. Waren wir hier schon mal? Tatsache. Ja, hier irgendwie Baumaschinen und alles feststecken, habe ich gedacht, komm, hier gibt es dann die nächste Mission für uns. Aber wir waren... Also wir haben das hier schon gesehen. Ach, da oben ist der Tower. Schön. Hier wohnt man bestimmt auch wunderschön. Nicht. Ich denke nicht, dass man hier wunderschön wohnt. Eieieiei. Na, komm schon hoch hier.
Ich denke mal, wir müssen hier rechts. Ist so ein Gefühl. Sicher bin ich mir aber nicht. Aber hier lang wäre kein Problem. Das ist gut. Würdet ihr sowas gerne mal machen? Also würdet ihr euch trauen, so da durchzufahren und alles? Wenn ihr natürlich das richtige Fahrzeug dafür hättet. Hallo, ich will da hochgucken. Ich glaube, hier lang war die falsche Entscheidung. Es könnte aber... Ich bin jetzt einfach mal neugierig und versuche mal diesen Weg hier. Und stelle fest, dass das derselbe wäre wie andersrum, aber egal. Ah. Sehr gut, wir sind richtig gefahren. Somit haben wir Michigan, USA komplett erkundet. Sehr schön. Perfekt. Ja, jeden Turm haben wir. Neue Missionen entdeckt. Die Wetterdaten. Okay. Und theoretischerweise müssten wir auch einiges bekommen jetzt für diesen Truck hier. Oder erkunden bedeutet, wir müssen noch mehr tun. Ich meine, da oben ist noch dieser Scout-Pritschenwagen. Den brauchen wir auch noch. Hier die Mission Wetterdaten ist hinzugekommen. Mal kurz gucken. Ist ein Wettkampf. Da müssen wir die Wetterstationen prüfen. Die liegen hier vorne in dem Bereich. Fahrerhaussicht erforderlich. Okay. Vermeiden Sie diese Interaktion. Werkstatt, Truckwechsel, Bergung. Und wir müssen diese Mission aus der Fahrersicht fahren. Wow. Nicht schlecht. Wenn wir das unter 10 Minuten 30 schaffen, kriegen wir 3.800 Dollar und 220 Erfahrungspunkte. Von hier aus in 10 Minuten nach da unten. Das geht. Mit dem Truck. Guck mal, wir fahren so gesehen hier, hier rum, hier rüber, hier runter, hier runter, hier lang. Erste Station. Hier runter, hier hoch, zweite Station. Wo war die dritte Station? Wetterstation Ost, West. Achso, ja, genau. Und von da aus hier runter, hier geradeaus rüber und dann dahin. Das ist, ja, 10 Minuten ist knapp. Aber das würden wir, glaube ich, schaffen. So, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns aber im nächsten Part wieder. Vielleicht hat es dann aufgehört zu regnen und er ist nicht mehr am Pennen. Bis dann, bleibt mir seid. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski, macht's gut. Ciao.